Hallo meine lieben Zuschauer, schön, dass ihr dabei seid. Hallo auch da draußen an alle, die live mitgucken bei der Premiere dieses Videos. Ja, ich habe es wieder getan, ich kann es einfach nicht lassen zurzeit. Diese Premiere-Funktion finde ich einfach super nice. Also Grüße gehen raus an euch, an den Chat, ja. Denkt bitte dran, Premiere bedeutet, das Video wird freigeschalten und wenn das Video freigeschalten wird, könnt ihr live mit allen anderen Zuschauern zusammen, gemeinsam mit mir, ich bin auch im Chat, dieses Video angucken, das Ganze kommentieren, uns unterhalten und so weiter. Finde ich eine super geile Funktion und mache ich zurzeit sehr, sehr gerne, einfach nur, weil ich wirklich Spaß habe, mit euch zusammen die Videos zu gucken. Apropos Spaß, hier, ich bin Officer Cock. Ja, Officer Cock ist einfach ein krasser Typ, geht immer geradlinig durchs Leben, weiß ganz genau, was er will und ist halt ein geiler Dude. Ja, Cock eben. Naja, ansonsten fahren wir hier ein Fahrzeug, und zwar den Golf MK6 der Polizei. Ist von GTA 5 Korn, ein Fahrzeug, das gibt schon lange, lange eben für GTA. Und ich habe es wieder ausgekramt, weil es einfach ein super geiles Modell. Was war dahin gerade los? Ich weiß es nicht. Wir werden es auch ein bisschen tunen, kam auch als Kommentar bei mir an und ich sage euch, habe ich voll Bock drauf. Die Karre hat es auch verdient, ein bisschen stylischer auszusehen. Die Felgen werden wir ändern und noch ein bisschen Tuning in die Karre legen. Plus, wir haben heute noch ein sehr geiles Feature und zwar Radarfallen. Habt ihr schon im Thumbnail gesehen, denke ich. Alles gut, kurzes Intro, Leute. Hallo nochmal da draußen an den Chat, wer alles mit reingeschaltet hat. Bis gleich, ab geht's. Wer das Feature noch nicht kennt, ist sehr nice. Und zwar kann ich hier eine Radarfalle aufbauen. Und diese Radarfalle, wie ihr sehen könnt, ist ja so eine Überwachungskamera, gibt wohl kein besseres Modell, kann ich dann einstellen, wie es denn messen soll, was die Geschwindigkeit ist und so weiter. Ein sehr, sehr cooles kleines Plugin. Wenn ihr es auch mal haben möchtet, schreibt es einfach jetzt in den Chat und ich gebe euch den Link dazu. Oder falls ich es vergessen sollte, pinne ich einfach unter dem YouTube-Video als ersten Kommentar den Link dazu an. Wir haben gesagt, wir tunen die Karre. Wurde sich oft gewünscht. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Könnt ihr mir auch gleich mal live im Chat schreiben, ob ihr Bock drauf hat, dass ich Polizeikarren tune oder eben das sein lasse. Ich finde, bei der Karre hier macht es auf jeden Fall Sinn. Und wir gehen erstmal auf Vehicle Mod. Hauen uns hier ein bisschen Engine, Brakes, Transmission, Suspension und Armor rein. Oh, bei Armor brauchen wir nicht. Wheels. Da kommen wir zu den... Oh, nicer Scheiß. Alter, die sind ja schon der Hammer, die Felgen, oder? Ich meine, zieht euch nochmal rein, wie die Reifen über den Seiten, nicht den Schweller, wie heißt es denn? Kotflügel, oder? Heißt da hinten auch Kotflügel? Könnt ihr mir gerne mal in den Live-Chat schreiben. Ich glaube, hinten und vorne nennt sich das Kotflügel. Vorne ist die Schürze und hinten ist... Seitenschweller hinten ist... Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare oder unter das Video. Aber die Felgen finde ich eigentlich schon super. Ganz ehrlich. Ich habe überlegt, noch andere zu nehmen, wo ich mit Farben ein bisschen spielen kann. Wir können mal gucken, ob ich hier bei Vehicle Color mit den Farben geben kann. Nee, kann ich nicht. Aber ganz ehrlich, brauche ich das? Ich meine, guckt euch mal diesen perversen Abstand an. Der fast nicht vorhanden ist. So tief liegt die Karre. Seht ihr das? Alter, was? Es ist hammerhart, ey. Es ist... Eigentlich ist es ja schon nicht mehr... Nicht mehr ganz normal, wie ich hier durch die Gegend fahre, so. Naja, mein Plan war auf jeden Fall, dass wir im Straßenverkehr ein bisschen aufpassen, dass wir heute diese Radarfalle aufbauen, weniger eben uns um Verkehrs, um Einsätze kümmern, sondern eben schauen, dass wir irgendwo hier in der Nähe einen guten Spot finden, um eine Radarfalle aufzubauen. Ich denke, ich fahre einfach mal da hoch. Wobei, nee, wir fahren mal geradeaus weiter. Auch wenn ich gerade rot wir haben gefahren bin. Ich weiß, Leute. Ansonsten, was geht ab im Chat, Leute? Letztes Mal, wo wir geguckt haben, waren wir 130 Leute. Das war super awesome. Also, herzliches Dankeschön. Und an all die Leute, die sagen, jo, Ralf, es ist super nice, diesen Premieren-Chat zu haben und das Video zusammen zu gucken. Ich feiere das extrem. Ich finde das ein super geiles Feature. Danke, YouTube. Ich habe schon... Hallo? Sofort, hallo, hört auf damit. Kann doch mal nicht wahr sein, ey. Was ist los mit dem? So, Sie folgen mir mal. Hallo? Kommen Sie mal hier rüber, fahren Sie mal hier rüber. Vorsicht, bitte. Oh Gott, kann doch mal nicht wahr sein, ey. So. So, wir prüfen erstmal das Fahrzeug. Zentrale bitte einmal überprüfen. 4, oh Gott, jetzt, was ist das für ein ganzes 4, 5 UZP 970. Holy shit, alles, oh, und die alte haut ab,
Union Zebra all. Ja, ja, geht schon mal gut ab hier. Holy shit, geht die ab. Alles klar, Leute. Guck mal, was zur Hölle. Zum Glück habe ich die Karre getunt, ey. Auf geht's, Kollege. Mann, gib die Gas, ey. Wir brauchen einen Helikopter. All units. We have units requesting helicopter support. Over. Cyber SWAT. Alter, ist die schnell unterwegs, Mann. So, die ist da vorne sehe ich sie. Fährt hier links rüber. Oh! Bisschen die Kurve nicht gekriegt hier. So, der werden wir ordentlich ins Heck fahren. Da fahren wir diesen Rambock dran. Vorsicht, oh Gott, jetzt haben wir hier Zivilisten auf der Straße. Auf dem Gehsteig, auf der Straße schon. Wie soll ich die denn hier pitten? Okay, hinten rechts habe ich schon mal ordentlich hier die Karre kaputt gemacht. Wir werden es weiter versuchen, Leute. Wow, jetzt bin ich ordentlich reingefahren. Okay, hab sie gedreht. Schätzchen, raus aus der Karre, raus aus der Karre. Sofort runter auf den Boden, runter auf den Boden. Bleib sie stehen, halt, stopp. Runter auf den Boden. Hände in Luft, runter auf den Boden. Mit dem Gesicht auf den Boden, auf die Knie. Legen sie sich hin. Junge Damen sind erstmal vorläufig festgenommen, wegen Fahrerflucht und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ansonsten sieht das ja ganz gut aus hier. Auf die Knie bitte, auf die Knie, sofort auf die Knie. Gehen Sie bitte runter auf die Knie, die Dame, habe ich gesagt. So, geht doch. Alles klar. Oh, guck mal, die haben, guck mal, wie sie alle rumstehen und zugucken. So, erstmal ein Fahrzeug auf die Seite parken, Lichter ausmachen. So, dann noch. Alles klar. So, die Dame. Ich werde mich jetzt gar nicht weiter um sie kümmern. Meine Kollegen werden sie jetzt abholen und weitere Überprüfungen auf der Wache mit ihnen durchführen. Ich habe nämlich überhaupt keinen Bock, mich um sie zu kümmern. Transport hier. Zentrale, bitte einmal einen Transport der Person, die ich gerade aufgerufen habe. So, Kollegin, sei gegrüßt. Hier ist die Dame, die du bitte mitnimmst. Fahrerflucht und eben gefährlichen Einstellungen. Suck, ja. Ja, ich bin Officer Cock, nicht Officer Suck, okay? Na egal, du weißt schon. Bericht kriegst du per WhatsApp, ne? So, dann gucken wir nochmal. Jetzt müsste jetzt auch gleich der Abschleppwagen hier kommen. Ich glaube, der ist irgendwo stehen geblieben oder stecken geblieben. Das passiert ja manchmal. Ihr seht den blauen Blip auf jeden Fall auf der Karte. Da vorne irgendwo an der Kreuzung. Fahr du erstmal durch. Aber geil, oder? Hier bin ich... Oh Gott, meine Karre. Guckt euch das mal an. Das war natürlich ein bisschen ätzend gerade. So, den Truck habe ich mir hergeportet. Mal direkt auf das Polizeiauto. Ja, kommt vor, ne? Alles klar. Gut. Die Frau hat also angefangen, einen Burnout zu machen auf der Straße neben mir direkt. Und hat dann eine Fahrerflucht begangen. Also es geht mal gar nicht. What the fuck? Was ist hier denn gerade passiert, Leute? So, jetzt suchen wir uns mal einen schönen Spot aus. Und ich glaube zu wissen... Ach ja, guck mal, Leute, hier kenne ich aus. Was haben wir hier? Do not block intersection. Oh! Ja, Leute, sorry, aber der hier... Ich meine, ich bin heute ein bisschen Verkehrspolizist. Hier steht ganz klar, do not block intersection. Und wo steht der? Direkt an der Kreuzung. Und auch noch, was für ein LKW, ne? Ich meine, was mich ein bisschen irritiert ist, dass hier kein roter Streifen ist. In den USA hast du normalerweise immer am Gehsteig die roten Streifen, wenn du dich parken darfst. Aber ich glaube, dieses Schild... wird das Ganze eben, ja, wie soll ich sagen, ist nochmal ein Hinweis dafür, das sollte dieselbe Funktion haben, zumindest gehe ich davon aus. So, den Benson 67YRN358 bitte zentrale überprüfen. 6, 7, Young, Robert, Nora, 3, 5, 8, a warrant issued. Okay, Bench Warrant for Registered Owner. Bench Warrant. Bench ist die Bank. Weiß einer von euch im Livestream-Chat gerade oder im wir gucken zusammen live, die wisst schon, was ein Bench Warrant ist? Sagt's mir oder schreibt's mir bitte gleich, weil ich weiß es nicht. What the fuck ist ein Bench Warrant? Nichtsdestotrotz schleppe ich das Fahrzeug ab, weil der steht ja einfach falsch. Das geht nicht klar so. Kann er nicht bringen. Mein schönes Auto, Leute. Guck mal hier. Alter, hat das gelitten, ey. Aber gut, die Alte hat's noch nicht anders verdient. Die Rechnung rezieht die Reparatur, so ist halt im Leben. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Truck den auflädt, weil der ist echt groß. Komm. Okay. Na dann. Ja. Seht ihr, wie das Auto gebaut hat? Sehr skurril, ey. Na gut. Da drüben auf der anderen Straßenseite von der Kreuzung habe ich so einen kleinen Spot, wo ich weiß, wo man sich super hinstellen kann. Für Verkehrskontrollen. Und so sieht die Kreuzung schon viel besser aus, oder? Okay, was haben die da vorne gemacht? Die können alle nicht Auto fahren in San Andreas, ey. In Los Santos, ey. So, let's go.
So, haben wir hier irgendwo ein Straßenschild, wie schnell man hier fahren darf? Ich werde mal ganz kurz die Straße überprüfen. Hier rechts würde ich mich dann hinstellen. Das ist 25 Miles hier, was denkt ihr? Was darf man hier fahren? Die schleichen alle ganz schön. Ich sehe aber leider kein Schild am Straßenrand. Gucken wir mal, ob hier irgendwo eins steht. Ah, hier haben wir noch eins, oder? Oder ist das hier Donut Block Intersection? Ja, aber hier ist jetzt wieder ein roter Streifen. Seht ihr es? Das habe ich gemeint vorhin. Ah, da vorne ist ein Schild, ein Geschwindigkeitsschild. Aber schnell umdrehen. Oder ist auch wieder Donut Block? Ach komm schon, hier packt schon wieder der nächste. Kann doch nicht wahr sein. Heute ist ja, was denn hier, Parksündertag oder was? Sirene, hier. Damit man mich auch sieht. Ach ja, der nächste Verkehrshünder, ey. Ein Penumbra. Kennzeichen 86MY6175. Zentrale bitte einmal überprüfen. Target Vehicle License Plate 87 Mary Young Nora 675. A Traffic Violation. A Traffic Felony. Okay, der Fahrer darf nicht mehr fahren. Und die Versicherung des Fahrzeugs ist abgelaufen. Also darf der hier gar nicht mehr im Straßenverkehr teilnehmen. Ah, schön, dass ich Patchett gemacht, das wollte ich gar nicht. Totruck. Schönen guten Tag, der Herr. Kennen Sie vielleicht den Besitzer dieses Fahrzeugs? Nein? Okay. 8, 7, Mary, Young, Nora, 6, 7, 5, eine Traffic hier? Violation. A traffic felony. Proceed with caution. So, Dalla, da müsste der Totruck gleich kommen. Er schnappt sich den, sehr gut. Weg ist er. Zumindest haben wir da schon mal einen guten Job gemacht. Ich glaube die Straße, was wird das sein? 25 Miles per Hour? Schätze ich mal, sowas in dem Dreh. Was denkt ihr? 25 km, also nicht km/h. Ich kann mir sowieso, das ist sowieso das Schlimmste, dieses metrische System und das amerikanische System. Ich meine, Feet, Alter, und Yards und was nicht, Alter, auch noch hier. Warum ist nicht alles auf 1000 runterzurechnen? Nein, es hat so eine ganz komische Zahl wie Pi, ey. I don't get it. Ich darf hier wahrscheinlich gar nicht rüberfahren. Trotzdem tue ich es. Ich muss mich ja hier irgendwie ein bisschen aufstellen. Ah, guck mal hier, 5 km/h. 5 Miles per Hour, Mann, jedes Mal. So, wir parken mal hier oben. Verstecken uns mal hier ein bisschen in der Busch. Und stellen hier unsere Radarfalle auf. So, ich würde sagen, wir gehen mal auf Metric. Wobei hier, was schätzt ihr? Was darf man hier fahren? 40? Sowas? 27 Miles per Hour. Die schleichen aber ganz schön rein hier, ne? Guck jetzt mal an, wie langsam die sind, ey. Ich glaube, mit was habe ich jetzt eingestellt? 40. Bin ich weit drüber. Aber vielleicht haben wir ein paar Verkehrshünder. 20, 18. Ich glaube, da habe ich mich ein bisschen vertan. Ist auch ein bisschen schade, dass ich hier... Ah, guck mal hier. Ah ja, hier, guck mal. 25 Miles per Hour. Da steht es ja so, direkt vor meiner Nase, ey. Alter Ralf. Dann gehen wir dem aber nochmal... Kommen wir mal 28. Weil, ein bisschen Spielraum muss sein, ne? Ich meine, jeder kennt die Autofahrer, die bei einem Geschwindigkeitsschild meistens so ein bisschen 5 km/h oder 10 drüber fahren. Mach ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man immer ein bisschen Spielraum hat. Ja? Also ich meine, da wird dich wahrscheinlich keiner anhalten. Und wenn dem so sei, hast du immer noch diese prozentuale Chance, dass die, was heißt die Chance? Du kriegst dann noch ein bisschen was abgezogen, wenn du wirklich geblitzt wirst. Und so machen wir das ja auch. Guck mal, der fährt genau 25. Was für ein geiler Autofahrer. 6, oh, 26, 1 drüber. Aber ja, gefährlich ja schon, mein Freund, ne? Ach Gott, ey, es ist ein ruhiger Tag heute hier. Lieber Livestream-Chat. Also warum sage ich mal Livestream? Lieber, wir gucken zusammen ein Video-Live-Chat. So muss ich es ausdrücken. Sagt mir doch mal bitte jetzt mal gleich mir, ich bin ja auch im Chat, was ihr davon haltet von dieser Premiere-Funktion. Ansonsten schreibt mir auch jetzt gerne bitte, was ihr gerne sehen wollt als nächste Folge. Ich werde heute im Laufe des Tages noch ein bisschen aufnehmen. Ich habe Zeit, heute Samstag und, ja, das hier wurde sich auch eben gewünscht, Radarkontrollen zu machen. Das Fahrzeug hier habe ich mir mal wieder ausgesucht, weil ich den einfach geil finde. Ich meine, ich fahre solche Karren viel zu selten. Werde ich wahrscheinlich noch öfters machen. Was ist denn das hier für, was ist denn hier für ein Tag hier heute? Guck mal, wie die alle hier langschleichen. Jeder ist super langsam unterwegs. Jeder chillt sein Leben so, ey. Kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Genau, erstmal hupen, ey. Da ist es echt super ruhig, ey. Wow. Alles klar, Leute. Das ist unerwarteter Einsatz. Aber wir wollen noch ein bisschen Action haben. Die Radarkontrolle lasse ich mal hier stehen. Und zwar haben wir im Mirror Park einen Einsatz. Und zwar Information terroristischer Anschlag. Das kann immer mies ausgehen. Die haben manchmal Raketenwerfer dabei. Und Gott, oh Gott, bin ich schon oft draufgegangen dabei. Deswegen muss man echt aufpassen.
Diese Sirene finde ich so nice in den USA. Geht's einem so richtig auf den Sack. So, jetzt muss aufpassen. Genau. Okay. Leute. Scheint da drüben zu sein, hinter der Mauer. Muss so aufpassen, ey. Alles klar, wir haben direkt hier hinter uns. Hinter der Mauer. Was mache ich mit dem Typen, Leute? Was mache ich mit dem Typen? Schieß ihn aus dem Leben, taser den nicht. Ich versuche ihn zu tasern, nicht mal gleich töten, ne? Hab ich gesagt. Achtung, Polizei! Hände runter! Ah, ich hab daneben geschossen! Stopp! Weg mit der Waffe! Weg mit der Waffe! Weg mit der Waffe! Dieser Typ ist völlig erschrocken. Achtung, Hände hoch, Hände hoch. Ah, nice, Alter. Das ist gut gemacht, ey. War das jetzt Terrorist Activity oder Hostage Situation? Ich meine, das ist eine ganz klare Hostage Situation hier, ey. So, der bleibt erstmal liegen. Okay, das war der einzige Typ, und alles klar. What? Was ist denn jetzt passiert? Hallo, wieder. Drop the weapon. Alter, okay, ich glaube, ich habe den Callout kaputt gemacht, Leute. We are code 4. Suspect has been taken down. No additional support needed. Hostage has been shot. Ja, leider war das ein Einsatz, den ich nicht komplett eingreifen kann. Das war ein geskripteter Einsatz, da habe ich verkackt. I'm sorry, Leute. Shit happens, man. Hallo, ich hätte gerne einen Transport. Und Corona für die Leiche, die leider so einfach umgefallen ist. Auch sehr witzig. Ja, ganz ehrlich, ich bin Verkehrspolizist, ja. Ich mache hier Kontrollen, nicht so Hostage-Kram und sowas, ey. Ja, genau. Super Idee, Ralf. Machen wir hin die Tür auf, ey. So, irgendwas ist hier gerade kaputt gegangen. Sind die Kollegen jetzt vor Ort? Ah ja, hier ist der Corona-Service. Wunderbar. Die Karre ist auch echt schnell, Leute. Die Karre ist schnell. Haben wir schon wieder einen Falschparker hier? Ey, kann aber nicht wahr sein. Leute, was haben wir denn? Was ist denn das hier? Oh, leck mich am Arsch. Guck mal, alle. Die schleppe ich einfach alle ab. Tow-Truck. Alle, oh, jedes Mal springe ich dann vorbei. So. Tow-Truck. 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 Weg damit. Alle am roten Bordstein geparkt. Kann nicht wahr sein. Die wollen es doch nicht anders, oder? Das spielt Geld in die Kasse der Stadt, sage ich euch. Komm, nimm mal schön das Motorrad mit. Oh, das sieht ja gut aus. Das andere hätte auch noch mitnehmen können, ne? Eigentlich genug Platz hier für zwei. Und schon ist die Straße wieder frei. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Oh! Oh, nice. Guck mal. Mein Kollege hier. Auch mit dem Golf unterwegs. Sehr schön, Mann. Sehr nice. Komm, auf geht's, Kumpel. Ich habe halt die Kasse der Karre, ne? Mich rammen. Nicht mich rammen, Kumpel. Und schon haben wir Verfolgungsjagd, genauso wie ich es haben wollte. Immer reinfahren, Leute, weil guck mal, wir haben so einen fetten Rammbock von der... Au! Oh. Oh, shit, he's here. Oh, weg. Oh, shit, oh, shit. Okay, Cops, Kollegen. Habt ihr ihn? Ah, sieht gut aus. Hallo, er ruft mich nicht an. Okay, ich ruf mal hier einen Krankenwagen, würde ich sagen. Fahrzeug, lass mal sofort abschleppen. So, dann wir stoppen. What the fuck? Oh, hallo! Hallo, stopp! Halt, Jungs, Kollegen! Stopp, halt, lass mich doch in Ruhe! Was zur Hölle? Ihr Vollspasten! Surf ich hart, Alter, voll hart am Auto surfen hier. Was war das denn? Was war das denn, meine Freunde? Oh Gott, ey. Ja, kannst ruhig wieder einsteigen. Okay. Krankenwagen ist auch vor Ort, Leute. Übrigens finde ich ein sehr geiles Fahrzeug hier, oder? Sieht der nicht fucking aus, was sagt man hier? So, was ist denn hier los mit Ihnen? Hören Sie mal auf. Die immer diese... Hallo, die Dame? Kannst du es mal bitte sein lassen? Die Dame sofort raus aus dem Auto. Hallo, Sie da, raus aus dem Auto. Muss ich raustasern oder was? Sagen Sie mal, sind Sie bescheuert?
Genau, schön mit erhobenen Händen weiterfahren. Hallo! Schau mich nicht so an, Alte! Sie sah aus wieder tot. Was ist denn hier schon wieder passiert? Was macht denn der Krankenwagen jetzt hier? Okay, sie kommen nun mal davon, so ist mir egal. Alles klar, hier ist mir zu heiß, Leute. Das ist zu heiß. Ich fahre hier weg. Alles klar, dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Eine weitere Folge LSPDFA. Das mit der Verkehrskontrolle oder der Radarfalle hat nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir konnten leider keinen irgendwie Dingfest machen, der zu schnell gefahren ist. Dafür haben wir unglaublich viele Leute Parksünder entdeckt. Hier gerade mal keinen. Und ich werde jetzt so rüber zu den Kollegen gehen und einfach mit ein bisschen quatschen. Ich mache jetzt mal Mittagspause. Ich hoffe, euch hat die Karre gefallen. Ich hoffe, euch hat diese Premiere mit dem Live-Chat gefallen. Und ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Checkt auch die Endcard, da habe ich nochmal zwei weitere Videos für euch verlinkt. Ansonsten ein Like ist immer gerne gesehen und jetzt dürft ihr auch nach dem Video in die Kommentare schreiben, da diese Premiere vorbei ist. Schön, dass ihr da wart, ich bin draußen, macht's gut, einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen, bye bye.